Jo, meine Leute, willkommen hier zu der nächsten Lektion der Photoshop-Schule hier auf dem Kanal iTrueFX. Heute beschäftigen wir uns mit den letzten paar Punkten der Pinseleigenschaften. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auf die letzten drei Videos verweisen, wo es einmal um die Pinselgrundlagen ging und um die ersten sechs Eigenschaften dieser Pinseleigenschaften-Teile-Tinger eben. Also klickt einfach hier ins Bild und da kommt ihr jeweils zu dem Video. Aber wir beschäftigen uns heute, wie gesagt, mit den letzten paar Punkten. Das wären dann Transfer, Pinselhaltung, Rauschen, nasse Kanten, Auftragglättung und Struktur schützen. Als erstes fangen wir einfach an mit Transfer. Hier haben wir ein paar Jitter. Die Jitter ist bei allem eigentlich immer ein Zufallswert sozusagen. Also wenn steht ja auch hier, wenn man nicht mehr lange drauf hält, dann steht ja Zufälligkeit der Deckkraft einstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ganz normal male, dann sehen wir ja, die Deckkraft ist immer durchgehend deckend, 100%ige Deckkraft. Wenn wir jetzt hier den Deckkraft-Jitter einfach mal auf 100% machen, dann sehen wir, ja, die Deckkraft, also der Pinsel, der deckt nicht immer, da hat zwischendrin so eine Stellen, wo er eben nicht deckt. Man kann natürlich hier den Deckkraft-Jitter auch auf 66 machen und dann ist die Deckkraft höher, also der Zufallswert nicht ganz so hoch. Hier gibt es natürlich auch eine Steuerung, wie bei allen Zufallswerten eigentlich auch. Da kann man dann hier mit einem Grafiktablet, wenn man mit einem Grafiktablet arbeitet, eben nach dem Druck, nach der Schräghaltung verblassen und nach dem Stylusrad gehen. Und das Ganze gibt es natürlich auch noch als Flussjitter. Das ist dann eben der Fluss des Pinsels. Und der Nässejitter und der Mischungsjitter, den ich jetzt hier mit dem Pinselvorgabe nicht benutzen kann, da ist es letztlich das Gleiche. Es ist immer irgendein Zufallswert, wenn da Jitter hintersteht. Sollte ich noch genaue Fragen dazu haben, ab in die Kommentare, da beantworte ich sie auf jeden Fall. Gehen wir weiter zur Pinselhaltung. Ihr seht jetzt, ich habe hier extra einen Pinsel ausgesucht, der von Natur aus, sage ich mal, schon ein bisschen schräg gehalten wird. Und da kann man jetzt hier mit den Neigungen X und Y Neigungen kann man jetzt hier ein bisschen rumspielen und damit halt eben sagen, wie der Pinsel aufgetragen wird. Wenn ich jetzt hier einfach mal die Neigung so ein bisschen wegnehme, dann sehen wir, der Pinsel wird komplett anders aufgetragen, wie als wenn ich ihn so einstelle oder wenn ich ihn so einstelle. Natürlich gibt es das Ganze auch noch mit der Drehung und das Ganze auch noch mal mit dem Druck. Wenn ich jetzt hier wenig Druck reinmache, dann sehen wir ja, der Pinsel wird wenig aufgedrückt. Und wenn ich das Ganze ein bisschen doller mache, dann wird der Pinsel natürlich auch mehr aufgedrückt. Ist ja auch logisch. Dann haben wir jetzt noch Rauschen. Das fügt den ganzen Pinsel so ein Rauschen hinzu. Das sieht man jetzt hier nicht so genau, aber wenn ihr das selber dann ausprobiert, dann werdet ihr schon den Unterschied sehen. Den Unterschied zwischen Rauschen und Nicht-Rauschen. Dann gibt es noch nasse Kanten und wir sehen, hier unten hat sich das alles schon geändert. Wenn wir jetzt hier mal, dann ist der ganze Pinsel, sage ich mal, ein bisschen überwässert. Wenn man jetzt im echten Leben einfach einen Pinsel nehmen würde und da einfach wenig Wasser nimmt, sondern nur so ein bisschen Farbe halt und damit hinmalt, dann malt man halt eine ganz normale Linie. Und wenn man jetzt die nasse Kanten anmacht, dann sind die Kanten von diesem Pinsel eben ziemlich nass sozusagen und deswegen verwischt das Ganze so ein bisschen in sich. Und zum Schluss haben wir noch Auftrag. Da seht ihr hier oben, ändert sich das. Das ist letztlich das, was ich schon bei den Grundlagen erklärt habe. Das ist, wenn man mit einem Grafiktablet arbeitet, die Einstellung für den Fluss. Dann gibt es noch die Glättung. Die glättet einfach den Pinselrand so ein bisschen. Wenn wir jetzt hier malen, dann sehen wir hier ab und zu sind da so ziemlich so eine Pixeltreppen und so drin. Wenn wir jetzt die Glättung reinmachen, dann werden diese Pixeltreppen unterdrückt sozusagen und es wird sie nicht mehr so häufig geben. Und zum Schluss haben wir dann noch Strukturschützen, wenn wir das mal rausmachen, dann sehen wir hier den Unterschied. Das Ganze macht die Struktur etwas anders, die Struktur wird halt nicht mehr fest eingestellt, sondern sie wird halt dadurch etwas anders aussehen. Hört sich jetzt ein bisschen banal an und hört sich ein bisschen so an, als wüsste ich selber nicht, was das genau ist. Aber wenn man damit arbeitet und diese Struktur schützen, da sieht man dann ab und zu echt einen Unterschied. Ja, die Struktur ist hier wesentlich gleichmäßiger und da eben nicht. Gut, ich hoffe, ich habe euch dann mit dieser Lektion auch wieder weiterhelfen können. In der nächsten Lektion gibt es dann noch eine kleine Ergänzung zu anderen Pinselformen. Wir haben jetzt normal hier immer nur diesen Pinsel hier verwendet. Allerdings, wenn ich jetzt die Pinselform anklicke, dann haben wir ja hier diese ganzen Einstellungen. Wenn ich jetzt allerdings, sage ich mal, diesen Pinsel hier nehme, dann ändert sich das hier Ganze mit den ganzen Borsten. Kann man hier noch ein paar Borsten einstellen und Länge und sowas. Das werde ich euch alles in der nächsten Lektion sagen. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, Leute.